Ja, die letzten zwei Jahre haben uns einiges abverlangt insgesamt, aber es gab auch schöne Neuigkeiten. Also mir zum Beispiel, ich habe tatsächlich letztes Jahr im August geheiratet. Ehrlich gesagt, glaube ich, wir haben das nur gemacht, Herr Frank und ich, weil es letztes Jahr so günstig war. Mehr als 40 Leute ging nicht, da wurde quasi der Schwarm in mir wach. Ich habe wirklich meinen Frank gefragt und ich gesagt, Schatz, warum jetzt? Dann hat er gesagt, warum nicht, will uns ja sonst keiner. Er ist nicht der Romantischste. Ich habe auch zum Beispiel zu ihm letzte Woche jetzt gesagt, ich habe gesagt, Schatz, guck mal, ich fahre zur Tuttlinger Krähe, ich springe ein für den Uli Böttcher. Ich habe alles gemacht, ja, Fußpflege, Friseur, Augenbrauen gefärbt. Ich sage, für die Tuttlinger Krähe, wie findest du? Sagt er, das ist halt, wenn man bei einem sehr, sehr alten Auto neue Radkappen aufzieht.